So Leute, nach unseren letzten, ja, sage ich mal, Fortschritten sind wir mittlerweile bei 2370 Gold angekommen. Ist ja schon mal nice. Aber die Zahl lügt natürlich. Wir haben in den letzten Tagen ja viel gefarmt, haben diese Materialien verwertet, zu mehr Gold gemacht. Ich habe schon ein paar Sachen im AHA, also quasi Gold aus der Post holen müssen, um einfach wieder neues Kapital zu haben, um Gold zu machen. Ja, und jetzt wollte ich mal zum ersten Mal so den Gewinn anschauen und schauen, was wir denn jetzt so rausbekommen haben. Ne? Wir wollen natürlich Gas geben. Ich hoffe, dass es so viel wie möglich, dass wir da so viel wie möglich rausgeschlagen haben. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal direkt an. So, dazu wollte ich in die Standard-WoW-Interface-Sicht gehen, damit ihr das besser schauen könnt, damit ihr die Namen auch seht. Wir haben hier einmal den Foliant der Illusion. Zack, 20k. Obwohl, sieht man den TSM? Kann man es eigentlich auch ganz gut lesen. Okay, wir machen TSM, finde ich besser. Wir haben hier Schreckensledermaske. Zack, 14k. Wir haben hier Leylichtsplitter. Nice. Ja. Ich werde immer gefragt, wie kommst du an Metz ran? Ganz normal, ich kaufe Sachen auf und tue sie dann zu Metz verarbeiten. Schaffeln nennen es viele, aber ja, schaffeln oder halt einfach nur weiter verarbeiten und dann selbst nutzen. Hier, wieder eine Maske, also Ledercraft-Sachen. Ja? Lebendiger Stahl, Snipe, Essenz des Wassers haben wir gefarmt, Speckstreifen haben wir gefarmt mit World Quests, Lederer. Lederer, 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 Lederer. Hier, das haben wir gefarmt selber. Und zwar die Kräuter haben wir uns extra einen Kräuter-Farm-Char gemacht und haben diese Kräuter dann genutzt und daraus Trank des Schätzefinders gemacht. Hat sich wohl gelohnt. 17k, nice. So, Lederer, ist auch wieder Lederer, das ist langweilig. Pflichtiges Feuer, das haben wir gefarmt, sogar mit der Community. Pyriterz haben wir auch gefarmt mit der Community. Wasser, auch gefarmt. Ja, dann haben wir wieder normales Zeug, okay. Hier, unsere ersten VZ-Gewinne. Cool. Nachteile der Garn, wo haben wir den gefarmt? Den haben wir vor der alten Garni aus WOD gefarmt. Schön, dass wir auch den verkauft haben. Wieder Umhang. Dann hier zeigt nochmal Folianten. Die haben sich tatsächlich auch noch verkauft. Dann hier Leder. Speckstreifen wieder. Ja. Also wie gesagt, wer kochen hat, ich glaube Skill 300 muss man mindestens haben, dann gibt es die World Quest auch. Dann haben wir hier Gravurschuppen. Okay, das ist auch wieder Lederer. Ring, das ist wieder Verzauberer. Flüchtige Luft, das ist wieder durch unseren Farm entstanden. Das ist wieder Verzauberung. Noch mehr Verzauberung, noch mehr Verzauberung. Genial. Okay, hier haben wir wieder Leder. Leute, Alter, wir haben schon über 300k. Fuck it. Okay, das ist gut. Also, Lederer, 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 Lederer. Arcana von unserem Shuffle. Okay, krass. Ich glaube, ich werde zum Shuffle also extra nochmal ein Video machen, weil ich bin mir sicher, das interessiert viele, wie wir an die Metz rankommen. Gut, dann wieder Lederer, 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 Verzauberung, Lederer, Lederer, Verzauberung. Ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, Leute, so, die, ja, wir wollen genau sehen, was du machst und so. Ich lasse ja immer mitlaufen, man kann es ja anhalten im Video, aber ich wollte es einfach nochmal auch laut aussprechen. Hier haben wir wieder VZ, 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 Lederer, 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 VZ, VZ. Leder, 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 Leder. Was kann man hier? Feuer, Ammonit-Tentakel. Aus der Garni mit dem Schiff gemacht. Fleisch auch. Also ihr seht, ich verkaufe sogar das alte Fleisch. Altes Leder hier. Ja? Das war aber, glaube ich, gesniped. Aber trotzdem. Sowas, so ein Scheiß können wir verkaufen. Rohes Tier, Arcana, Schaldoreiseile. Ja? Sturmschuppe. Obliterum 1, weil ich 1 von der Quest bekomme, die jeder hat. Zack, nochmal Gold. Ja, prächtiges Fell. 729 Gold, nice. Besudelte Verstärkungsrune, 6000 Gold. Mega nice. Leute, wir haben in unserer ersten Session, in unserer ersten Woche, haben wir 576.000 Gold gemacht. Jetzt denkt der ein oder andere natürlich, wow, ja klar, ey. Hast du da selber gekauft oder hast du da irgendjemand gesagt, er soll dein Zeug kaufen oder so?
ehrlich nicht, Leute. Und es war wirklich, ich sehe es ja selber jetzt an den Zahlen, das war wirklich nice, das war gut. Jetzt fragt man sich, okay, so viel Gold, alles klar. Ist die Serie jetzt beendet? Nein, wir wollen jetzt weiter und ich möchte auch noch farmen. Denn ich fand, dieses Farmen hat mit mega viel, ohne das Farmen, hätte ich, also ich habe ein paar Sachen, wo ich jetzt gefarmt hatte von flüchtigem Feuer und so, habe ich natürlich auch schon vorher aus dem Aha raus das Gold, um mir Gold, also beziehungsweise um mir Sachen zu kaufen, die mit diesen Shuffle machen kann, indem ich weiter produziere, weiter verarbeite, ja. Das sind so Dinge, das ist mega cool. Und ich denke, da werden wir noch ein paar Mal drauf eingehen und wir versuchen das Ganze jetzt natürlich weiter auszubauen. Aber was ist denn jetzt so der nächste Schritt? Also ich denke mal, jeder von euch wird vielleicht das Glück haben, dass wenn ihr schon mal ein bisschen gefarmt habt, und was haben wir denn hier eigentlich, so einen alten Scheiß, der wird gleich mal entzaubert, wenn ihr ein bisschen gefarmt habt, so Gold gemacht habt und jetzt habt ihr dieses Gold, aber was jetzt tun? Was machst du jetzt mit dem Gold, damit du unabhängig bist? Ich meine, wir haben dadurch schon zwei WoW-Marken. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich schon mal, nach wie lange haben wir gespielt? Eine Woche fast und ich war davon die meiste Zeit nicht zu Hause. Nach einer Woche haben wir so viel Gold bekommen. Und nur weil wir schön breit uns aufgestellt haben. Und wir könnten jetzt was leisten, aber nein, wir wollen jetzt noch mehr daraus machen. Das heißt also, wir müssen jetzt erstmal wieder investieren. Wir müssen gucken, dass wir mindestens 200.000 Gold jetzt im AHA investieren, damit wir uns erstmal richtig was aufbauen hier auf dem Server. Und wenn es floppen sollte, wenn wir damit nicht wirklich Geld machen, wenn wir damit nicht wirklich Gewinn machen, ihr wisst, was ich meine, kann ja alles passieren, kennt vielleicht der ein oder andere von euch, dann haben wir damit aber kein Problem, denn wir persönlich können ja dann einfach sagen, weißt du was, dann farmen wir halt noch mehr. Und ich glaube, diese Farm-Sache, die ich mit euch in den letzten Videos und auch ja im Livestream so gemacht habe, ich glaube, die sollten wir beibehalten, gemeinsam machen, um einfach unser Standard, unser Kapital zu kriegen und langsam voranzukommen. Ja, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt und wirklich, ich bin gern für Kritik offen, ihr wisst es, ich will mich hier gar nicht mit pushen oder so, auch wenn es der ein oder andere denkt und ihm wieder einer abgeht, um mir jetzt gleich zu sagen, was ich alles gelogen habe und wo, was ich irgendwie geheim gehalten habe. Schreibt es ruhig in die Kommentare, erzählt mir das, was ich nicht gezeigt habe und ich versuche es im nächsten Mal besser zu machen und zu zeigen. Ansonsten, falls es doch irgendjemand gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich sage schon mal vielen Dank für den dicken Support in den letzten Videos, ja, zu dem Thema überhaupt. Das ist nämlich was mich persönlich extrem interessiert. Und vor allem dieses langsame Aufbauen von so einem kleinen, naja, Reich, von so einem kleinen Markt, das gefällt mir, es macht einfach Laune. Also, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, ciao.